Weil du lebst nicht mehr, oder? Oder? Was habt ihr hier eigentlich vor? Kommt schon, Leute, beeilt euch! Wir müssen zu Mike! Na los! Hey! Ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich weiter. Niemals. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. Natürlich. Wir können ihn auch stützen. Oder? Warum darf ich nicht die große Taschenlampe haben? Naja. Oh, ist das so eine komische Vogelperspektive? Ich sehe kaum was. Ich darf nichts übersehen. Weil ich schon dutzende Sachen übersehen habe. Oder nicht? Ich guck mir mal wieder Ashley an. Sie ist hilfsbereiter und romantischer geworden. Wuhu. Da haben wir nichts Neues. Das seltsame Schädel. Teilweise verwandelter Wendigo. Na klar. Wieso sind wir da nicht schon vorhin draufgekommen? Was? Da war irgendwo was Neues. Ich hab nichts gesehen. Was denn? Ja, das ist nur das Finde, Mike. Da ist nichts Neues. Da auch nicht. Auch nicht. Ach, da natürlich. Mike hatte keine brauchbare Machete mehr. Ja, ja. Mike fand einen anderen Weg durchs Sanatorium. Mike hat einen Freund gewonnen. Der Wolf führte Mike durchs Sanatorium. Mikes neuer Freund überlebte. Das ist sehr schön. Ashley wollte Chris nicht zurücklassen. Natürlich wollte sie das nicht. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Brauchst du Hilfe? Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Halt! Hey! Was ist hiermit? Ja, hier. Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. Nein, nicht wirklich. Warte mal kurz. Ich will mich zuerst hier hinten noch umschauen. Kann ich nicht. Gibt's hier hinten irgendwo was? Gar nichts. Kann ich mit ihr nicht interagieren? Mit Sam? Offenbar nicht. Nö. Warum kann ich mit Sam nicht interagieren? Sie leuchtet doch auch. Oder hat sie eine Stirnlampe auf? Das könnte natürlich auch sein. Na gut. Machen wir halt das. Noch mehr. Okay. Okay. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Sehr natürlich. Ach, gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Ich habe dann wirklich mieses Gefühl, Leute. Du bist zwar verletzt, aber eigentlich okay. Ich weiß nicht, ob ihr das tun solltet. Ich versuch's ja, Ash.
Hey, hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Schließ es ganz schnell. Gut. Wieder spielen. Wo sind die anderen hin? Leute? Wartet doch auf mich, verdammte Kacke. Chris? Sam? Sam? Leute? Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Hallo? Ich gehe zur Gruppe. Ich laufe da sicher nicht alleine rum. Gott! Leute. Oh mein Gott, endlich. Ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Habt ihr die Stimme auch gehört? Da. Leute? Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du doch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück! Lassen die jetzt Sam alleine gehen? Oh mein Gott. Was ist hier unten? Stalaktiten oder Stalagmiten? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich beides. Ich weiß jetzt nicht, was genau was ist. Hey, Josh. Sam. Bis 7 Uhr müssen wir ausharren, oder wie? Klettere du nur. Wenn du oben bist, schaue ich mir dich kurz an, wie du dich entwickelt hast. Halt dich ja gut fest. Nein. Zum Vorsprung. Vorsichtig. Halt nicht die richtigen Schuhe an zum Klettern, Mädchen. Klettere. Dass dir noch kein Fingernagel abgebrochen ist, ist auch ein Wunder. Jetzt noch hoch. Geschafft. Ich habe es voll drauf. Ja, und jetzt bist du alleine. Okay. Sie mag offenbar Mike immer noch am meisten. Haben wir was Neues? Nur hier. Zurückgelassen. Ashley ignorierte die Stimme und ging zu den anderen. Chris war in Sicherheit. Es geht also um Chris. Oder sonst jemanden. Gesprungen. Oh. Oh.
Überall prackelt es. Die Mine ist doch instabil, Leute. Hallo? Ich bin ein Leuchtturm. Hi. Na? Willst du mal bitte da hingucken, wo der Weg ist? Bei deiner Taschenlampe bringt mir auch nicht viel. Hier einfach weiter. Wow. Das war eine... Ja genau, ich wollte sagen, nimm doch die Schaufel. Okay. Sehr gut. Und jetzt. Nein, verdammt, bleib da draußen! Ach du Scheiße! Hey! Ketzer! Der! Hilf ihm! Bams! Ich kann nicht. Bams! Ah, mit dem Kopf. Puh. Definiere okay. Lebendig zum Beispiel. Ja, lebendig ist gut. Ja. Was machst du hier eigentlich? Ich wollte dich warnen vor den Bendigos. Noch. Nicht mehr nötig. Ja. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Ja. Der geschickte Wolfsmann. Okay. Ja. Emily! Jessica! Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht verlegen. Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott, oh Gott! Ja! Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Du Scheiße! Hey! Oh. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Was ist denn das von dem Wendigo oder denn das von Josh? Reue. Willst du mal trinken, oder was? Eine Stunde bis zum Morgen. Nur noch eine Stunde, Leute. Josh? Bist du schizophren? Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich... Gar nicht mehr. Ja, du bist auch ein Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wir sind im Versteck der Wendigos. Zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die ausgeburten, ja, verpiss dich einfach. Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks. So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen. Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. So wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Nein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Bildet er sich den Typen eigentlich nur ein? Wahrscheinlich schon. Nein. Ihr dreht langsam durch, Leute. Haut ab! Haut ab! Lasst mich in Frieden! Nein, ihr seid tot! Tut mir leid.
Ihr seid tot! Seid still! Ihr tritt endlich in den Kopf. Oh nein! Ihr seid tot! Das ist noch nicht fertig. Nein. Oh, sie werden begeistert sein. Sie werden es, wenn es fertig ist. Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen, sonst nicht mehr. Die Zeit für George ist abgelaufen. Okay. Der ist eindeutig schizophren geworden. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Der ist eindeutig. Nein, 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 nein. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Durchgedreht. Nein, 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 nicht nochmal. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Lampard. Wow. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Ich schwör's. Ich muss immer weiter auf die zugehen. Wie, was ist denn? Nein! Josh, du hast eine abgedrehte Fantasie. Das arme Schwein, hallo? Josh! Wie eklig ist das denn? Ich nehme keine Befehle mehr an! Das ist das, was du willst! Nein! Nein! Warum tut ihr das? Lass mich in Ruhe! Warum tut ihr das? Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Josh, komm zu dir. Verdammte Scheiße. Josh, du bist ein Psychopath. Unfassbar, das Ding war mal ein Mensch. Ja, vielleicht ein Bergmann. Oder ein Mitarbeiter aus dem Sanatorium. Da oben ist so viel Scheiße abgelaufen, das wäre echt keine Überraschung. Oder ein... Was denn für Scheiße? Insasse. Jemand hat die Wendigos eingefangen. Hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt. Habe ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Sauber gemacht. War das gut oder war das schlecht? Naja. Wenigstens bin ich nicht mehr alleine. Warte mal. Ist das weiß? Irgendwas brennt. Das Haus. Was ist da? Gut, ich gehe rein. Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Oh, Scheiße. Also, ich spüre meine Finger nicht. Ja, kann man so sagen. Ja, er auch nicht. Und das erinnert mich an Resident Evil 6. Mit Leon und Helena. Eigentlich scheint es schon so, als hätten die Spiele bei den großen Vorlagen abgekupfert. Geh einfach raus. Einfach weg hier. Kacke nochmal. Ist nichts mehr. Was ist da? Nein.
nein. Aus da. Da waren wir gerade. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal da zurück. Ich kann hier durchgehen. Wow! Scheiße! Ist das Jess? Das ist Jess! Und das andere? Wenn Wendy go? Nicht nur eine. Oh mein Gott. Nein! Wer ist das? Mir wird schlecht. Ja, dann kurz doch. Kommt jetzt bestimmt. Ich nehme keine Befehle mehr. Das ist Josh. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Okay. Ich vertraue euch. Der arme Kerl. Ich vertraue euch. Josh, mach keinen Scheiß jetzt, bitte. Er ist high oder so. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht. Bist du wieder zu sich gekommen? Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Was denn? George schafft es auch. Dann verschwindet jetzt einfach. Kommt schon. Hilf du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Bin ich wieder Josh. Hey Mike. Ich weiß nicht, ob du mir trauen kannst. Hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ich weiß nicht, ob ich mir selber trauen kann. Sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Wie gesagt, nein. Ich kann nichts dafür, dass sie tot ist. Wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Du hast auch niemanden umgebracht, Josh. Kapier's doch endlich. Ich weiß. Okay. Nein, ich mö. Nicht. Da ist doch der Wendigo. Josh? Beeil dich, bitte. Warte mal. Fuck! Nein, du bist nicht real! Bist du nicht! Doch. Ist er. Seine Schwester.